Nach dem Absturz des ukrainischen Passagierflugzeugs im Iran mit 176 Toten geht die Suche nach der Ursache weiter. Wie der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky mitteilte, sollen Spezialisten aus Kiew am Donnerstag im Iran eintreffen, um vor allem bei der Identifizierung der Toten zu helfen. Zunächst war auch von drei Deutschen die Rede, die an Bord gewesen sein sollen. Das Auswärtige Amt in Berlin teilte jedoch mit, dass keine Erkenntnisse über Todesopfer aus Deutschland vorliegen. Das Flugzeug der Ukraine International Airlines stürzte am Mittwoch kurz nach dem Start auf ein offenes Feld nahe Teheran ab. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau forderte, sein Land an den Ermittlungen zu beteiligen. Ich bin zuversichtlich, dass wir an der Aufklärung beitragen können. Das nehmen wir sehr ernst. Kanada ist eines der wenigen Länder, das viel Sachverstand mitbringt, herauszufinden, wie es zu solchen Unfällen kommt. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, festzustellen, was in den letzten Minuten vor dem Absturz in der Maschine passiert ist. Laut Angaben iranischer Behörden sei die Ursache ein technischer Defekt gewesen. Es wurde aber nicht genannt, warum man zu dieser Einschätzung kam. Wie die iranische Staatsanwaltschaft berichtete, wurden die beiden Blackboxen mit den Flugdaten geborgen. Auch die ukrainische Staatsanwaltschaft hat nach Anweisung von Präsident Zelensky Ermittlungen eingeleitet.